Hi, I'm Emmanuel Mayuka. I'm 20 years old. I play for Young Boys. I've been here since May 2010. Ibe means to me the world. I play football. I love to play football. Football is my life. I enjoy it. I dream of football. It's part of Long Golf is Sterne Kinder ja 4, der Moreno Costanzo verlängert per Kopfhütte Emmanuel Mayuka und der Viertelstuhl vor Schluss steht 2:1. Emmanuel Mayuka zeigt da überhaupt seine Verflotter. Die Nervosität. Dieser Angel, Costanzo, dann Degen, mit der Hacke auf Mayuka, 27. Minute 0-1. Für Mayuka war es das erste Tor im ersten Super League-Spiel für Ibe in dieser Saison. Ein schönes Debüt und das Tor war stark herausgespielt. Offside war es nicht, Fernando stand hinter Mayuka, also alles reguliert. Halbzeit immer wieder Neuauflagen erlebte. Hier wieder Mayuka und diesmal trifft er. Die Fan-Bambinis rockten das Stadion 0:4. Der Mist war gekarrt. Jetzt wehrte sich tapfer, der Druck der Stadtferne wurde aber immer größer. Raimondi, der sieht Mayuka, 0:1, 21. Minute. Für den Stürmer aus Sambia war es das zweite Tor im Ibe-Dress. Und weiter. Juric stand da auf der Linie und hat das Offside aufgehoben. Also. Schwierz kämpfte tapfer, lief viel, grätschte und zollte diesem Kraftaufwand letztlich Tribut. Denn in den Schlussminuten fielen die Tore für Ibe wie reife Früchte. Mayuka schoss, grätschte und zollte diesem Kraftaufwand letztlich Tribut. Denn in den Schlussminuten fielen die Tore für Ibe wie. In der 83. Minute beginnt Henri Bienvenu, der ebenfalls eingewechselt für Emmanuel Mayuka. Und plötzlich heißt es nur noch 2:1 vor Bellinzona. Ibe kämpft sich mit 10 Mann zurück ins Spiel. Ist gleich perfekt. 9 Minuten später. Degen. Heute sehr aktiv, gefällt von Schenkel an der Strafraumgrenze. Gefährliche Aktion, die Chance für Freistoßspezialist Costanzo. Aufgepasst, Raimondi schießt. Und gleich noch einmal Raimondi. Mayuka Tor! 2:1 für das dezimierte Team. 65. Minute. St. Gallen überfordert, Mayuka reagiert am schnellsten, die Führung für ihn. Sieht ihre Hintermannschaft schlecht aus. So auch beim 4:1 für Ibe durch Emmanuel Mayuka. Plötzlich kommen die Berner Young Boys nämlich auf und durch den Henri Bienvenu sogar zum Ausgleich. Der Mayuka zeigt bei dieser Aktion, dass er... Auch
Nur 2 Minuten später der entscheidende Doppelschlag. Der Ori Bienvenu nickt die Flanken am Bifur Posten von Mai. Der entscheidende Doppelschlag. Später wieder die Platzherren. Jamal mit Gefühl, Mayuka mit Durchsetzungsvermögen. Mayuka mit viel Platz. Mayuka, Lulic. Das 1:0 für IB, überfällig und verdient. Endlich ein Grund zum Feiern für die 20.000 Zuschauer im Stade de Suisse. Der Bosnier stand goldrichtig, traf aber unter Mithilfe von Golivan. Gegenstoß mit Mayuka, mit Raimondi, mit dem 4:2 aus, fertig, vorbei. Ein Sen Mayuka, mit Raimondi, mit dem 4:2! Sie waren nun bemüht um direkteres, schnelleres Spiel. Raimondi in Richtung Mayuka und dann Fußball-Zirkus mit David Degen. 45. Minute. 1:1. Auf! ولكن كمدرب